Moin, moin. Zurück zu 7 Days to Die. Ich habe die Nacht hier oben, naja, genossen. Ich lebe, sagen wir mal so. So, das würde mich ja mal interessieren. Da ist einer. Komm mal nicht so dicht, mein Freund. Also ich sag mal so, vielleicht ist die erste Horde dann wirklich von Natur aus harmlos, sage ich jetzt mal. Und die anderen sind wohl doch drin. Dann wollen wir sie mal nicht stören. Dann holen wir uns jetzt das, was wir brauchen für den... Autsch. Für den Blasebalg. Mal das hier, was ich wirklich nicht brauche. Schmelzen können wir später. Die Eier können mit. Die brauche ich. Zu viel Heilung brauche ich auch nicht. Wasserkrüge können wir gleich voll machen. Leder. Die Eisenrohre. Können wir schon. Na denn. Dann packe ich jetzt noch die Munition zusammen. Und dann gehen wir erstmal rüber. Den Rest hole ich später. Halt. Das kann ich noch mitnehmen. Das passt auch. Ah, jetzt habe ich keinen Platz für den Blasebalg. Jetzt aber. So, jetzt brauchen wir noch ein bisschen Lehm. Ohne die sah schon ganz anders aus. Auf geht's. Und da will ich so ein bisschen Essen mitnehmen. Für die Schmiede brauchen wir Eisen, siehst du? Ich brauche noch ein bisschen Eisen. Holz haben wir, glaube ich, erstmal genug. Da ist Stein. Was? Ach ne, das war nur die Nähe vom... Doch! Was? Nee. So, machen wir den schnell kurz. Dann machen wir uns nämlich ein paar Eisenwerkzeuge und
den Vorschlaghammer. Einsamen großen Steinen bekomme ich 33 Eisen normalerweise. 150 hatten wir, mal sehen, ob ich richtig liege. Wirklich was mit dem Aufleveln zu tun, okay? Gut zu wissen. Also später bekommt ihr wirklich aus einem Stein 33 Eisen. Klingt nicht viel, aber ihr macht ja auch dementsprechend viel Steine kaputt. So, einen mache ich noch und dann geht's nach Hause. Aber nee, das mache ich wohl lieber zu Hause, weil hier ist es ziemlich heiß. Ich bin gleich wieder auf 100 Fahrenheit. Das ist nicht so gut. Mein Freund, ich bin hier, um dich zu erlösen. Oh. Hey. Irgendwelche letzten Wünsche? Worte? Okay, gebe ich weiter. Wir fahren über den See, über den See. Wir überhitzen. So ein Mist. Oh, ich knall da was auf Ausdauer. Ich muss da was auf Ausdauer raufknallen. Das geht mir auf den Sack. Haben wir 40 Punkte. Da. Jetzt nimmt unsere Ausdauer nicht mehr so viel ab. Oder so schnell ab. Hey, wer bist du? Warum liegst du hier? Stehen noch zwei Probanden, die Hilfe suchen. Was? Oh! Bist du denn verrückt? Bin hier, um dir zu helfen. Okay, jetzt muss ich mal ein bisschen Platz schaffen. Du bitte nicht anfassen. Oh Mist! Was mache ich denn jetzt weg hier? Scheiße. Ich habe. Ach komm, das bisschen Stoff kann weg hier. Oh, das habe ich an. Das ist nicht die feine Englische. Ach komm. Ja, geht ja schnell. Was habt ihr denn immer mit euren Eltern? Was ist denn mit dir? Ja. Okay, weg. Hi, hallo. So, ich bin abgekühlt. Schnell mal die Sachen hochbringen. Dann fix ein bisschen Lehm suchen oder vielleicht ein bisschen mehr, weil wir müssen das ja
auch einschmelzen. Ist hier wieder was drin? Nee. Hallo. Also die Hordenacht hätte ich wohl auch hier überlebt, aber das konnte ich ja nicht wissen. Oder nicht ahnen. So. Das brauchen wir. Ich lege erstmal das ab, was ich absolut nicht brauche für na, ihr wisst schon, für den. Na! Für die Schmiede, so. Meinen ersten Sprit habe ich auch schon. Zack, zack. Tup. Tup, tup, tup. Munition. Oh, ich bräuchte unbedingt mal langsam eine Waffe. Das wäre echt gut. So, Lehm. Müsste genau da aufstehen. Jo. Gehen wir mal bis 14 Uhr Lehm suchen. Dann müssten wir fürs Erste genug haben. Damit wir sie nicht vergessen. Ja, das geht ja zum Beispiel mit der Eisenschaufel viel schneller. Aber die haben wir ja gleich zum Glück. Stündchen noch. Dann haben wir so knapp 1000 Lehm. Das reicht denn erstmal.
Geräusche belohnt jetzt nicht mehr. Ja, wir haben 1000 Leben, das reicht. Klopfen wir uns noch ein bisschen ein. Nee, mach ich mit der Hacke nachher. Hey Schweini, wie sieht's aus? Wenn du dich hier schon so anbietest, steht. Oh nein. Hey. Jetzt auch wenn ich stinke, denn sonst sag ich winke. Okay, lassen wir das. Lassen wir das. Ne, hier hatte ich schon Fleisch drin, glaube ich. Jupp. 7 Fleisch. Nice. Jetzt habe ich 9. So. Ich habe alles für die Schmiede, da ist sie schon. Sie wartet. Noch ein Zeit, wo denn unser geschmiedetes Eisen auf uns wartet, werden wir nochmal das Haus hier richtig durchlooten. Einige Räume habe ich noch nicht gemacht. Wie dreht man nochmal? Okay. Zack. Feuerholz. Ja. Eisen und Lehm. Bitte machen. Gut, damit wir nicht untätig sind. Die Taschenlampe könnte ich eigentlich auch wegstecken. Die brauchen wir ja jetzt nicht mehr. Aber ich glaube nicht. War ich hier schon? Nein, hier war ich noch nicht. Warte, brauche ich nicht hier. Verbände. Scheiße, brauche ich auch nicht. Was kriegen wir eigentlich hier raus? Ah, Baumwolle brauchen wir sowieso. Naja, für unser Moped-Sitz. Für die Magnum. Ach, ich weiß, was wir da machen könnten. Was ist hier los? Zugewuchert. Pilze brauchen wir nicht. Bier und Honig. Das ist immer gut. Ich glaube, die ist besser als unsere, was wir jetzt aufhaben. Nee, unsere ist besser. So. Wir werden jetzt ein bisschen Lärm machen. Na, das geht doch schon wesentlich schneller hier. Super, haben wir das auch. So, jetzt gehen wir mal kurz hoch. Den Amboss schmieden.
brauche ich jetzt auch erstmal nicht. Watt 200, ja, haben wir gleich, da ist er. So, dann kann der Rest durchlaufen und dann machen wir uns geschmiedetes Eisen. Gehen wir nochmal runter. Können ja schon mal das Auto hier kaputt machen. Ja, dann werde ich nachher das geschmiedete Eisen, wie gesagt, anschmeißen und über Nacht werde ich dann die Werkzeuge laufen lassen und dann sind wir morgens gut ausgerüstet. Würde ich mal behaupten. Krabbler und ein Dicker. Komm, schnell, schaffen wir noch. Ah, verdammt. Kommt ihr denn alle her? Still. Er lebt noch. In the head. Ruhe im Schiff. Schlagen beide daneben, wa? Schön blöd. Sag mal. Nein. Ja. Sag mal. Mehr wollte ich gar nicht. Unser Zombie-Zähler 153.
In 8 Tagen, Leute, das ist schon eine Hausnummer. Öl immer gut. Papier haben wir genug. Oh, diesmal ist die aber besser. 100 Pro. So, hallihallo. Ist hier noch jemand? Okay, hier ist noch jemand. Nix Waffe. Oh, tut mir leid. Ich wollte eigentlich deinen Schädel haben. Schuhe habe ich gut an. Ich habe das geahnt, dass du Munition hast. Nägel kann ich mir näher selber herstellen, en gros. Ein T-Shirt. Jawoll! Wenigstens schon mal etwas. Kann ich die aufsetzen? Jawohl. Naja, geht doch schon mal nach weiter aus. Okay, mehr brauche ich jetzt. Ah, doch. Brauche ich doch. Okay, hier muss ich später nochmal rein, weil hier oben ist ja auch noch was Schönes. Aber ich bin voll. Super sieht's hier aus. Hier können wir schon machen. Naja, machen wir erstmal. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns zu Tag 9. Mal gucken, was uns dann noch für Schweinereien einfallen. Bis dato werde ich schon die Werkzeuge haben. Ich werde, ja, Tag 9 verbringen wir nochmal zusammen. Gehe ich die restlichen Häuser hier noch looten und mal die Straße entlang zu dem Geräteshop. Vielleicht finden wir dann noch was Brauchbares und dann werde ich Tag 10 wohl wieder nutzen, um Ressourcen zu sammeln, also offscreen. Aber das werde ich später nochmal ankündigen. Gut, dann sehen wir uns zu Tag 9. Bis dahin, macht's gut.